vorab erstmal Lucidity oder wie die heißen, ist übrigens einer der schlimmsten Kläne, also Spielverhalt in C und ist absolut nicht weiter zu empfehlen, bevor das Video beginnt. Wieso genau das so ist, seht ihr jetzt in diesem Video. Vorab erstmal, man braucht 26 Minuten gegen sie, weil sie etwas, also eine Taktik gemacht haben. Ich muss sagen, die ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber naja, wer damit halt spielen will, sie hat nämlich einen Base Dev gemacht, also ganz normal mit Bow, der hat die ganze Zeit gesneakt, keine Ahnung wieso. Einen unten, der ziemlich schnell durchgebaut hat. Auf jeden Fall einen unten, der ziemlich schnell durchgebaut hat. Dann hatten die einen, der immer in der Nähe des ersten TNT-Schlosses war. Das heißt, der ist mit dem Base Dev in der Base gewesen, hatte auch was mit der Base gemacht. Doch die Specs haben ihn angecallt. Sobald jemand oben auf dem OP-Weg war, ist er direkt auf die erste Schicht gegangen, damit man halt keinen Mobile TNT machen konnte. Der andere war ganz oben drauf und hat dort halt immer TNT-Schutz gebaut. Und mit diesen Schafen habe ich halt einfach die Leute abgelenkt dort, dass der zweite auch hochging, also der von der ersten Schicht. Das One-Hit, das kann nicht wahr sein. Ob ich diesen Hit nicht bekommen habe. Er ist so low, Alter. Er ist One-Hit, aber ich schaff's einfach nicht, den zu treffen. Ein zweiter kommt hoch. Hä? Jungs, wenn wir das Verstehe ich gewinnen, nicht, spielen wir verstehe ich heute aber nicht. keinen noch einen. Ja. Also eine gute Platzierung. Ich lagge so krass. Ist unten noch einer, ja, ne? Ja, in der Base. Ne, Dabugab steht ja gar nicht mehr. Danach haben sie in der Base übrigens die ganze Zeit gecampt und sind halt immer zu viert gewesen, hatten dann nachher auch 13er und kamen dann mit der Sache auch, dass es nur Luck gewesen wäre. Ja, also ich habe schon erklärt, wie ich die Taktik ausgespielt habe und ja, das ist jetzt nicht so Luck gewesen, finde ich. Und hier seht ihr schon, warum dieser Clan so lächerlich ist. Also erstmal, dass sie halt die ganze Zeit extra zu viert sind. Ich meine, das ist jetzt noch nicht das Schlimmste daran. Dass sie zu viert die ganze Zeit wirklich auf der Stelle bleiben und so zu spielen, kann man spielen, ist noch nichts Schlimmes daran. Jedoch habt ihr gerade schon gesehen, wie einer einfach die Treppe runtergebuggt ist, sag ich mal so. Sie waren halt extra immer in der Nähe der Treppe, haben sich dann direkt runtergebaut oder wurden halt runtergeschlagen. Aber sind extra, weil dieser Bug existierte, dass man die Treppe runterbuggt und da in dem Raum ist, waren sie halt extra immer in der Nähe der Treppe, damit sie, wenn sie low sind, hoffentlich reingeschlagen werden oder sich dann mit der Picke schnell dort runterfliegen. Ich könnte einen kriegen. Ja, warte zu. Alter, ich habe die so gut getroffen, da bauen sie zu. Alter, das ist nicht wahr. Die werden mich die ganze Zeit spammen dann. Und da sieht man halt schon, dass sie dort mit den ersten 13er-Baus gekämpft haben und ja, es die ganze Zeit nur zu viert auf einer Stelle waren und die ganze Zeit halt extrem safe gespielt haben. Ich glaube, diese Szene war mal eine der einzigen Szenen, wo sie überhaupt mal draufgegangen sind, wenn sie natürlich auch zu dritt draufgegangen sind, sogar noch mit Bogen gegen einen, der einen Side-Equip hat, aber das war wirklich die einzige Szene, wo sie überhaupt mal draufgegangen sind, auch wenn es halt zu dritt versus eins war, wenn man nur einen Side-Equip hatte, aber naja, das war so ziemlich die einzige Szene davon, wo sie sich nicht irgendwie vercampt haben und wirklich die ganze Zeit dort gewartet haben, bis der erst runterkommt. Und man sieht schon, dass man wirklich überhaupt keine Chance hat. Ich meine, man sieht direkt, man wird jedes Mal vom 13er in der Luft gehittet, was natürlich auch nicht extrem schwer ist, aber dass sie sich alle unten in der Base vercampen und sobald man oben rauf ging oder sobald keiner in der Nähe war, waren vielleicht mal zwei auf dem ersten TNT-Schutz. Doch sobald man in der Base wirklich nur ein Stückchen näher kam, waren direkt alle vier wieder unten in der Base und bereit mit Konterstärke anzugreifen. Choke you down just like a pill. Oh, yeah.
hier schon geklungen. Okay, wann wollen wir drauf? Ja, letztes Mal. Moritz geht als erster. Soll ich einfach raufspringen jetzt? Ja, ja, geh rauf. Ich spring mit drauf. Und in diesem Moment sieht man, wie sie zwei Staircase abbekommen und sich dann in die Treppe direkt wieder runterbacken und diesen Bug des Todes ausnutzen, was übrigens auch bannbar ist, weil es das absichtlichste Benutzen eines Bugs ist. Ich finde es wirklich ziemlich low, auch wenn man, manchmal haben sie sich runtergebaut, manchmal wurden sie runtergeschlagen. Trotzdem hat man gesehen, ihr seid instinktiv direkt immer zu den Treppen gegangen und ich finde das echt ziemlich low, dass man so einen Bug ausnutzen muss, nur weil man nichts geschissen bekommt und wirklich... Nachdem sie Zeit gegeben haben, instant in Richtung Treppe. Einer rennt weg, ja moin. Ja, es war so klar! Man sieht übrigens, dass der Typ, der jetzt im Zaun gebackt hat, auch direkt wieder zur Treppe wollte und sich dort auch schnell reinbagen wollte, damit das safe ist. Und die unter der Treppe, ihr habt ja schon gehört, dass die einfach Healpots trinken. Ja, das ist halt echt ziemlich low. Der Typ, der im Zaun gebackt hatte, wollte sich auch nochmal retten, indem er schnell zur Treppe ging. Also er wollte auch nochmal schnell zur Treppe, dass er dort halt auch sich runterbackt. Aber zum Glück hat er da wirklich im Zaun gebackt, weil sonst hätte der sich, glaube ich, auch sehr schnell in die Treppe rein verpisst. Weil er hat jetzt nicht so viel Skill. Ist so. Nice, Alter. Weil, weißt du, was er gemacht hat? Und dort sieht man jetzt auch nochmal das Skomma-Anschicht, was mich, glaube ich, so ein bisschen gefickt hat in dieser Situation. Sich beide in die die haben sich runtergebaut, das gibt so ein, das ist no, 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 do me in the worst way, don't let me sleep, never say sorry, oh maybe I'll leave, maybe but you know I never will, no. Choke you down just like a pill. Oh, Junge, das ist so an sich. Lauf, rauf, rauf. Ja, da können wir nichts machen. Ja! Genau! Wie erbig. Achtung. Oh, wie die spielen, Alter. Instant 13er. Ey. Lass rein, spring rein, spring ganz nächstes mit Stärke. Rein. Ist so. Einen. Der ist wanted. 13. Nice. Einer lebt noch. Ist auch X-Typ. Er hat hier, Jungs. Ja, Mann. Jonathan, hol ihn, Achtung. Ich hätte ein Herz, Digga, chill. Achso. Junge, wollen wir jetzt drauf oder DM? Hallo, Rush, noch ein Rush. Choke you down just like a pill. Einfach drauf. Hast du Bogen für DM? Ja, eigentlich schon, ja. Nein, ich meine T-Gott oder so. Ne, hab ich nicht. Ein Gold. Nein, fuck, Alter. Übrigens, wer sich fragt, wieso ich hier gerade so behindert drauf gehe, ja, so muss man halt gegen den 13er drauf gehen, indem man halt nicht direkt geradeaus läuft, sondern eher Blöcke spammt. Ja, hab ihn low, aber er hat sich dann eingebaut und... Ja! Und könnt ihr mal am besten eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt dieses Spielverhalten von denen fandet, dass die jetzt extra diesen Bug tatsächlich ausgenutzt haben.
wie sie allein gespielt haben, erstmal die Spielart an. Das ist natürlich noch nichts Bannbares, aber dass sie die ganze Zeit einen Bug absichtlich ausgenutzt haben, zählt natürlich unter Bug-Using und wäre auch dementsprechend bannbar. Es sagt aber einfach mal, wie ihr die Situation findet, wie ihr diesen Clan findet. Sie haben übrigens am Ende auch noch beleidigt als Hurensohn, wie armselig man sei, wie unverdient es sei. Also ich meine, wir haben gegen euch 60 Minuten oben gehabt und ich weiß jetzt nicht, was darin unverdient sein soll, dass wir irgendwelche Typen wie euch abziehen, die einfach nur armselig des Todes spielen. Also jetzt ganz im Ernst, am Ende sogar noch als Hurensohn beleidigt als unverdient und meiner Meinung nach war dieser Sieg für uns mehr als nur verdient. Also naja. Übrigens, danke für das Elo.